Herzlich willkommen zur Interviewreihe 2021. Exali fragt nach. Heute begrüße ich bei mir Magnus Gernlein von Freelancer Map. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist und uns einen spannenden Einblick hinter die Kulissen im Bereich IT-Freelancing gibt. Hallo Magnus, grüß dich. Hallo, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und ich hoffe, ich kann dir ein paar interessante Auskünfte geben. Ja, da freue ich mich schon drauf, Magnus. Der ein oder andere weiß jetzt vielleicht gar nicht, was Freelancer Map eigentlich genau macht. Magst du euch vielleicht mal kurz vorstellen, Magnus? Ja, sehr gern. Also wir sind ja jetzt schon eine ganze Weile am Start. Die Freelancer Map, die gibt es seit 2005. Mhm. Und zur damaligen Zeit, als die gegründet wurde, da gab es eigentlich kaum Spezialportale für diesen damals noch recht jungen Markt der IT-Freelancer. Wir sind dieser Spezialisierung auf das Feld IT und Engineering immer treu geblieben. Und langfristig, muss man sagen, hat sich das auch als die richtige Strategie erwiesen. Weil anders als Jobportale, die jetzt eine möglichst breite Branchenabdeckung haben, haben wir uns halt über die Jahre langsam und stetig eine immer größere Kundenschar erarbeitet. Wir haben in den letzten Jahren dann zunehmend auf Marketing und PR gesetzt. Dadurch kennt man uns mittlerweile im deutschsprachigen Raum sehr gut, anders als früher, obwohl wir da auch schon eigentlich eine bedeutende Nummer waren. Aber ich sage mal so, heute kommt man uns eigentlich nicht mehr vorbei, wenn es einerseits um die Akquise von Freelancern geht und auf der anderen Seite um die Projektakquise für Projektanbieter. Wow. Für Freelancer meine ich. Okay, wow, das ist auf jeden Fall ein spannendes Aufgabenspektrum und auch eine tolle Entwicklung in den letzten Jahren. Auf jeden Fall, wir haben, wenn ich da kurz einhake, wir haben mittlerweile über 280.000 Mitglieder und wachsen auch noch weiter. Dazu zählen im Moment über 50.000 Freelancer, die wirklich aktiv auf Projektsuche sind. Du musst da immer bedenken, unsere Freelancer sind ja nicht permanent auf der Suche. Wenn die für einen bestimmten Zeitraum mit Projekten eingedeckt sind, dann lassen die den Account bei uns meistens kostenlos ruhen, um ihn dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder mit allen Features zu nutzen. Wir haben ja verschiedene Mitgliedschaften. Du kannst den Account kostenlos praktisch ruhen lassen, du hast da ein paar Basisfeatures und später kannst du ihn dann wieder hochstufen, um ihn als Premium-Mitglied mit allen Features nutzen zu können. Unsere Kunden sind da auch sehr flexibel, weil wir arbeiten mit einem Abo-Modell mit verschiedenen Laufzeiten. Das beginnt sogar, es geht runter bis auf einen Monat. Und dementsprechend ist der Freelancer sehr flexibel beim Hin- und Herwechseln. Wenn er jetzt die Premium-Features braucht, dann bucht er sie. Nach einem Monat kann er sie wieder abstoßen, lässt den Account einfach ruhen und kann zwischenzeitlich sogar mit der kostenlosen Basismitgliedschaft viel bewerkstelligen. Okay. Also ist immer am Puls der Zeit und hat die Möglichkeit, entsprechend Kontakte zu Auftraggebern auch zu pflegen sozusagen. Ne? Ganz genau, ganz genau. Apropos Auftraggeber, gibt es eigentlich spezielle Projekte oder ganz typische Projekte, die eben besonders an Freelancer ausgeschrieben werden? Ja, die gibt es tatsächlich. Also grundsätzlich kann man sagen, dass die Projekte auf unserer Plattform äußerst unterschiedlich sind. Also es ist schon ein breites Feld, auch wenn es alles auf IT spezialisiert ist. Aber es lassen sich schon ein paar spezielle Felder erkennen, wo jetzt überdurchschnittlich viele Projekte veröffentlicht werden. Okay. Bei uns gehören dazu beispielsweise die Bereiche SAP und Java und auch der Beratungssektor im ganz Allgemeinen. Interessanterweise haben da unsere jährlichen Marktstudien, wir führen einmal im Jahr eine große Marktstudie durch, nennt sich der Freelancer Kompass. Und die haben ergeben, dass unsere SAP-Berater die Top-Verdiener unter unseren Freelancern sind. Also die haben Stundensätze gut jenseits von 100 Euro. Und so ein klassisches Projekt als Beispiel, das wäre zum Beispiel die Implementierung von einem QM-Modul innerhalb von SAP in einem mittelständischen Industriebetrieb mit allem, was dazugehört, also beispielsweise auch inklusive Personaltraining. Oder wenn wir beim Bereich SAP bleiben, es gibt da mittlerweile sehr viele Versionen und wie bei jeder anderen Software auch, gibt es ja seitens SAP so zugesicherte Supportzyklen der einzelnen Versionen, was Upgrades früher oder später immer unumgänglich macht und da kommen dann auch wieder unsere Freelancer ins Spiel. Okay, also ganz spannend, dass man das doch identifizieren kann oder dass es doch bestimmte Projekte gibt, wo sich die Firmen dann
extern gerne jemanden holen. Auf jeden Fall. Was, das frage ich immer in jedem Brancheninterview, jeden Branchenexperten, frage ich immer nach einem kleinen Leitfaden, beziehungsweise, weißt du, so ein To-Do, wenn ich jetzt durchstarten will als IT-Freelancerin. Ich mache mich jetzt selbstständig. Wie fange ich an? Wie werde ich erfolgreich? Wie gehe ich jetzt vor? Hast du da was für mich, Magnus? Ja, das ist ein sehr guter Punkt. natürlich ist es gerade für Einsteiger in dem Bereich, die suchen natürlich nach Tipps und nach Ratgebern, wie sie da am besten vorgehen. Ja. Wir haben hier versucht, diese Fragen, also diesen Themenkomplex, möglichst umfassend mit unserem Blog zu beantworten. Freelancer, die neu in dem Bereich sind, die kriegen da Hilfestellung zu Themen wie Steuern, ganz aktuell jetzt die Krisenunterstützung im Zuge der Corona-Krise, was gibt es für Hilfen, gibt es welche und so weiter. Oder auch Tipps ganz einfach zur Erstellung von einer erfolgreichen eigenen Webseite, zur eigenen Promotion. Was ich oder wir angehenden Freelancern immer empfehle, das haben auch wiederum die Studien ergeben, beim Starten der Selbstständigkeit einen finanziellen Puffer zu haben. Und da empfehlen wir so circa 15.000 Euro. Das ist so eine gute Marke. Okay. Genau. Ein ganz wichtiger Punkt, den viele Freelancer anfangs auch vergessen, ist die Höhe des eigenen Stundensatzes. Also wo lege ich den fest? Die Erfahrung hat hier gezeigt, dass gerade angehende Freelancer sich oft unter Wert verkaufen. Man kann natürlich, ja, ist tatsächlich so, man kann natürlich beim Start jetzt nicht die gleichen Sätze verlangen wie ein alteingesessener, langjähriger SAP-Berater, der über zig Jahre Erfahrung verfügt und entsprechend Referenzen vorweisen kann. Die hat der angehende Freelancer nicht. Aber das ist ein echtes Problem, dass sich da viele unter Wert verkaufen. Also du sagst, wenn ich mal zusammenfassen darf, erstens ist es wichtig, ein gutes finanzielles Polster zu haben, richtig? Genau. So um die 15.000 oder was war das vorhin? Ja, genau, die 15.000. Okay. Und ich sollte mich auch, also ich sollte Informationen beschaffen, wenn ich starten will. Auf jeden Fall. Oder bevor ich starten will. Am besten, bevor du starten willst. Mhm. Und dann muss ich auch einen Stundensatz ermitteln. Ja, es ist halt so, das sieht man ja auch bei uns auf der Plattform, wenn jetzt der Stundensatz sehr niedrig ist, dann schrecken Projektanbieter manchmal davor zurück, so nach dem Motto, so billig, das kann nicht gut sein. Mhm. Wenn jetzt ein Freelancer gar nicht weiß, wo er seinen eigenen Stundensatz festlegen soll, also mal abgesehen von den Kosten, die er natürlich kalkulieren muss, damit er einen Gewinn macht, wir geben hier mit unserem Stundensatzkalkulator Hilfestellung. Ein Freelancer, cool. Ja, genau. Ein Freelancer kann zum Beispiel bei uns auf der Plattform einfach hergehen und mal im Freelancer-Verzeichnis nach seinen eigenen Skills suchen, also was er kann. Mhm. Und wir zeigen ihm dann einen Durchschnittswert der genommenen Stundensätze in diesem Bereich. Das ist eine ganz gute erste Orientierung für ihn. Klar, wenn man da noch unerfahren ist, ja, man möchte jetzt nicht zu hoch einsteigen, um sich nicht alles zu verbauen, genau. Will das schon attraktiv gestalten, aber auf der anderen Seite kann man natürlich durch eine falsche Preisgestaltung dann eben auch den Markt für andere vielleicht kaputt machen. Ja? Durchaus möglich, ja. Mhm. Ein anderes wichtiges Thema, was mir dazu noch einfällt, ja, ist so der Bereich Absicherung. Da geben wir auch viele Tipps, weil die Freelancer sind ja Selbstständige und sind in dem Bereich völlig auf sich gestellt, müssen sich entsprechend um Themen kümmern wie Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge. Wir bauen hier ganz aktuell eine Reihe von Videokursen auf, die so einen kompakten Überblick und Tipps geben sollen. Also das wird, glaube ich, ganz groß. Und ist vielleicht auch anschaulicher, als wenn sich jemand durch die Blogartikel wühlen muss. Wir versuchen natürlich immer, dass das möglichst kompakt gehalten wird. Aber du weißt ja selbst, so ein Thema wie Altersvorsorge, Absicherung, Berufsunfähigkeit, das ist jetzt nicht so was, womit man sich so super gern beschäftigt und was so super interessant ist. Deswegen versuchen wir das gerade in Videoformat zu packen. Das könnte ganz hilfreich sein. Mhm, auf jeden Fall. Ist ja für uns auch eine ganz wichtige Frage, ne? Für Exali im Bereich. Ja, leider genau in dem Bereich, ja. Genau. Das ist auch was uns immer interessiert. Gibt es eigentlich branchenspezifische Risiken, die jetzt explizit so im IT-Freelancer-Umfeld aufpoppen, ne? So Abmahnungen oder was Verträge angeht? Ja, ja. Also die gibt es tatsächlich.
ich picke jetzt mal eine raus, die gerade in den letzten Jahren immer zu heftigen Diskussionen geführt hat. Das ist so diese Thematik Scheinselbstständigkeit. Ich muss dazu sagen, da muss ich jetzt meine Ausdrucksweise vielleicht auch entschuldigen, das ist in Deutschland nicht zuletzt der Unfähigkeit unserer Politiker geschuldet. Weil diese Freelancing-Geschichte, die gibt es ja nicht erst seit gestern. Und die Politik hat in unseren Augen jahrelang konsequent ignoriert, dass ich parallel zur klassischen Arbeitswelt eine flexible, mit hochqualifizierten Kräften besetzte Gruppe aus Selbstständigen gebildet hat, die einfach nicht mehr in die klassischen Schubladen passen. Das muss man einfach mal so sagen. Und ein Freelancer muss in dem Bereich eben aufpassen, das ist eben diese Scheinselbstständigkeit, wenn er jetzt nach außen hin sehr einseitig nur für einen großen Projektgeber arbeitet, dann gerät er leicht in den Verdacht der Scheinselbstständigkeit, weil er wirkt dann quasi wie ein Angestellter, weil er nur für einen tätig ist. Und das kann für den Projektgeber zu hohen Nachzahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen führen. Also es kann richtig teuer werden. Interessanterweise, das war erst kürzlich, sind wir zu der Thematik mit einer Organisation ins Gespräch gekommen, die versucht, ein flexibleres Arbeitsmodell zu etablieren. Das nennt sich der selbstständige Arbeitnehmer. Wir sind gerade dabei, uns mit dem zu beschäftigen. Das ist politisch quasi, müsste man das noch durchsetzen. Aber es ist ein ganz interessantes Modell. Es ist so ein Zwischending zwischen selbstständig und angestellt. Okay. Cool. Und was ich auch sagen muss, also, bitte? Wie funktioniert das? Kannst gesagt, du da schon mal einen kleinen... Ich kann dir dazu noch nicht so viele Details geben. Also okay. Das Gespräch war erst vor ein paar Tagen. Da habe ich mit dem Verantwortlichen mal gesprochen. Die sind in Kontakt mit der Politik, auch schon länger, und versuchen jetzt auch über das Internet eben Unterstützer zu werben für dieses Modell. Die haben uns eine Menge Beispielrechnungen mitgeschickt, die ich erstmal durcharbeiten muss, um das Ganze auch von der kalkulatorischen Seite her zu verstehen. Nur das Modell ist eben interessant. Es würde praktisch so ablaufen, dass du zwar angestellt bist, aber sehr flexibel den Arbeitgeber wechseln kannst und dabei auch Löhne nimmst oder Sätze, nenne ich es mal, die dann ähnlich wie bei uns in Freelancern sind. Also es wäre eine mehr Projekt- oder objektorientiertes Arbeiten als diese klassischen Arbeitsverträge. Wow, das klingt ja spannend. Ja, also da ist ja richtig was los. Details, vielleicht kann man da zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drüber sprechen, liefere ich gerne. Wir müssen uns aber erstmal in dieses Modell einarbeiten. Und was ich hier noch anmerken will, gerade was das mit der Scheinselbstständigkeit angeht, wenn unsere Politik mal einen Blick in unsere Nachbarländer werfen würde, das würde, glaube ich, nicht schaden, weil die Schweiz zum Beispiel, die hat diesen Bereich juristisch viel sicherer und durchschaubarer für die Freelancer gestaltet, als es bei uns der Fall ist. Also wie gesagt, da muss sich politisch definitiv was ändern in den nächsten Jahren. Also du gehst auch raus mit dem ganz klaren Appell hier an die Politik, die Freelancer zu hören und da auch Strukturen zu schaffen, die lebensnah sind, oder? Genau, das Problem ist einfach diese fehlende Rechtssicherheit. Die Freelancer müssen, wenn sie ihrer Tätigkeit nachgehen, ich meine, es kann ja mal vorkommen, dass ich zum Beispiel ein halbes oder ein Dreivierteljahr wirklich ausschließlich in einem großen Projekt gebunden bin. Ja. Und dann setze ich mich immer dieser Gefahr aus. Das ist einfach nicht machbar auf die Dauer. Okay, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und ich sehe also, ihr beschäftigt euch hier bei Freelancer Map auch wirklich mit vielen Themen. Ihr habt dann richtig einen bunten Blumenstrauß, eine große Vielfalt an Themen, das die ist euch auch, hier beschäftigen. Also wir sind ja keine politische Interessensvertretung, aber unsere Vision, unser Ziel ist es ja, die Nummer 1 Anlaufplattform für Freelancer zu werden, beziehungsweise, ja, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, vielleicht sind wir das auch schon. Aber das schließt natürlich auch ein, dass wir neben unserer Kernleistung einfach für diese Zielgruppe auch versuchen, politische und rechtliche Rahmenbedingungen positiv zu beeinflussen. Okay. Dann drücke ich euch mal die Daumen, dass ihr da weiter auf einem guten Kurs seid und das, was vorangeht, Magnus. Dankeschön. Das setze ich auch gern nochmal an, wenn du sagst, naja, ihr seid hier auch am Mitentwickeln, am Diskutieren, wie man bestimmte Unwägbarkeiten für die IT-Freelancer aus dem Weg räumen kann. Wie siehst du denn die Berufslandschaft in der IT-Branche generell? Was hat sich da verändert? Was denkst du, was wird die Zukunft so bringen? Ja, das knüpft ja fast jetzt an das Thema vorher an.
Die Unternehmen im Allgemeinen, das ist jetzt eine Entwicklung, die nicht erst seit gestern stattgefunden hat, die wollen im Bereich IT flexibler sein und setzen seit Jahren deshalb vermehrt auf externe Experten, die sie auf Basis von Projektarbeit beschäftigen, anstatt, wie es klassisch war, sich eine große, unflexible und letztlich auch teure eigene IT-Abteilung zu leisten. Ist ja aus Unternehmersicht nachvollziehbar. Parallel dazu ist die Nachfrage nach hochqualifizierten IT-Kräften nach wie vor sehr hoch und sie steigt tendenziell sogar noch. Und hier kommt jetzt wieder diese Scheinselbstständigkeit ins Spiel, weil diese Problematik hat aber zu Vorsicht insbesondere bei großen Unternehmen geführt. Ein prominentes Beispiel aus den letzten Jahren war hier Vodafone. Die haben teilweise komplett auf externe Experten verzichtet, um diese Risiken nicht einzugehen. Wir sind aber der Meinung, dass sich der Trend zum Einsatz externer IT-Profis nicht mehr aufhalten lässt. Und ja, das wird auch die Politik irgendwann einsehen müssen. Mhm. So einfach ist es. Okay. Welche Risiken wollte Vodafone dann nicht eingehen? Kannst du da? Genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Die Scheinselbstständigkeit. Und dass sie dann extrem hohe Nachzahlungen an Sozialversicherungsbeiträgen unter Umständen sogar Strafen praktisch riskiert hätten. Okay, also auch wieder ein Thema der Gesetzgebung. Auf jeden Fall. Also da muss ich in den nächsten Jahren mehr tun, weil die Gruppe wird größer, hat aber, ich nenne es jetzt mal, keine Lobby. Also siehst du den Ausblick für die IT, du siehst auch ganz klar, dass hier viel noch zu tun ist, um die gesetzliche Grundlage auch wirklich für die aktuelle Situation oder den Bedarf auch in der Wirtschaft, um da auch wirklich eine solide juristische Grundlage zu schaffen. Ja, kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Und ich meine, wir sind jetzt in der Branche, weil wir halt so auf IT und Engineering spezialisiert sind, wo sich diese Art des Arbeitens, nenne ich es jetzt mal, einfach eher durchgesetzt hat. Aber das wird ja nicht bei den beiden Branchen aufhören. Wir sind der Meinung, dass sich diese projektbasierte Arbeit noch in vielen anderen Branchen umsetzen lässt und das auch mehr werden wird. Und dementsprechend betrifft es ja nicht nur unsere ITler, sondern das ist ja eine langfristige Entwicklung. Die Arbeitswelt und die Arbeitsmarktmodelle verändern sich einfach stark. Und dieses Rad wird sich nicht mehr zurückdrehen lassen. Okay, das ist eine interessante Einschätzung und ich bedanke mich bei dir, Magnus, dass du uns heute einen Blick gewährt hast hinter die Kulissen, was ihr so alles an Möglichkeiten habt und was euch so bewegt im Umfeld IT-Freelancing. Ich danke dir sehr. Allen Zuschauern danke ich fürs Zuschauen und wie immer bei Fragen, Anregungen, Wünschen meldet euch gerne hier bei Exali oder auch gerne bei FreelancerMap natürlich. Sehr, sehr gerne. Danke für das Interview. Bis bald. Danke dir fürs Teilnehmen. Dankeschön. Ciao.